Herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung in der Einführung in die Finanz- und Versicherungsmathematik. Mein Name ist Gregor Weiß. Ich werde in den kommenden Monaten versuchen, mit Ihnen zusammen die Grundlagen der Finanz- und Versicherungsmathematik, so wie sie beispielsweise in Banken, aber vor allem natürlich auch in Versicherungen, in Bausparkassen und ähnlichen Finanzinstituten verwendet werden, diese Grundlagen gemeinsam mit Ihnen zu erarbeiten. Und in der heutigen Vorlesung werden wir uns zunächst einmal mit ganz simplen Dingen beschäftigen, nämlich vor allem erstmal mit den organisatorischen Angelegenheiten. Ich werde Ihnen ein wenig erzählen, wie dieser Kurs aufgebaut ist und wie viele Leistungspunkte es gibt, wie lang die Klausur sein wird und ähnliche Dinge. Und dann werden wir auch heute schon anfangen mit einer kurzen Einführung in ganz simple Zahlungsstrommodelle, bei denen wir oder mit denen wir einfache Finanztitel dann charakterisieren wollen. Sie sehen hier auf der nächsten Folie die grundsätzliche Gliederung der Veranstaltung. Wir werden jetzt heute das Organisatorische klären, werden dann beginnen mit einer Charakterisierung von Finanztiteln und Versicherungskontrakten. Finanztitel klingt vielleicht noch etwas kryptisch, aber das sind im einfachsten Fall Aktien, das sind Anleihen und ähnliche einfache Finanzkontrakte. Finanztitel ist da also einfach nur ein anderer Name für. Und wir werden dann die Zahlungsströme, die sich aus diesen Finanztiteln und Versicherungskontrakten ergeben, werden wir dann bewerten unter Sicherheit. Das heißt, wir haben überhaupt keine Unsicherheit hinsichtlich der Zahlungsströme vorliegen. Und dann unter Risiko, unter Annahme eines deterministischen Zinssatzes. Und zum Schluss werden wir uns eine stochastische Zinsstruktur angucken. Also Modelle, bei denen der Zusammenhang zwischen der Restlaufzeit t und dem Zinssatz, der abhängig ist von t, bei dem diese Zinsstruktur, das bezeichnen wir als Zinsstruktur, dieser funktionale Zusammenhang stochastisch ist, also zufallsabhängig. Das werden wir dann aber erst zum Schluss der Veranstaltung genauer sehen. Ja, dann lassen Sie mich direkt zu den organisatorischen Dingen kommen. Ich möchte erst einige Rahmendaten bekannt geben und das E-Learning erklären, die Basisliteratur kurz vorstellen und dann nochmal auf die Zielsetzung der ganzen Veranstaltung eingehen. Sie sehen das oder haben das bereits gesehen aus der Veranstaltungsankündigung. Dieser Kurs umfasst drei SWS. Wir haben zum einen eine zweistündige E-Vorlesung oder Online-Vorlesung. E ist da etwas komisch, und dazu gibt es eine SWS-Übung, ebenfalls als Online-Video hier über die Quellen, die ich gleich noch erwähnen werde, dann abrufbar. Die ganze Veranstaltung ist ebenfalls verankert in der Ausbildung der DAV, der Deutschen Aktuarvereinigung. Und da bietet es sich an, wenn ich Ihnen da ein, zwei Sätze zu erzähle. In Deutschland und auch in anderen Ländern ist es so, dass Versicherungsmathematiker, die also in Versicherungen insbesondere für die Berechnung der Prämien und die Kalkulation von Prämien und Schäden verantwortlich sind, dass diese Versicherungsmathematiker noch eine berufsbegleitende Zusatzausbildung machen. Und das ist dann die Ausbildung zum Aktuar DAV. Wenn Sie es aber schon mal gesehen haben, dann wissen Sie, dass es also ein der oder diejenige hat diese Ausbildung bestanden. Und es ist vergleichbar mit dem Wirtschaftsprüferexamen bzw. dem Steuerberater, also den Berufsausbildungen für Wirtschaftswissenschaftler, die dann hinterher als Wirtschaftsprüfer oder als Steuerberater arbeiten möchten. Und diese Veranstaltung hier, die Einführung in die Finanz- und Versicherungsmathematik, deckt sich inhaltlich mit der Grundlagenprüfung in der DAV-Ausbildung, die dort heißt Grundprinzipien der Versicherungs- und Finanzmathematik. Diese Veranstaltung ist bislang auch immer von der DAV akkreditiert worden. Das wird auch, denke ich, jetzt im Wintersemester wieder der Fall sein, sodass Sie, wenn Sie die Klausur hier bei uns bestehen, Sie dann auch automatisch einen Zusatzschein für die DAV-Ausbildung erhalten. Das ist für diejenigen von Ihnen vielleicht von Interesse, die eine solche Ausbildung anstreben. Es kann aber auch sicherlich nicht schaden, wenn Sie später einmal bei einer Bewerbung, bei einer Versicherung einen solchen Schein mit vorlegen können, weil dann auch die entsprechenden Arbeitgeber wissen, dass hier die Ausbildungsstandards entsprechend gesichert gewesen sind. Es ist ein Wahlpflichtmodul im Bachelor-Studiengang Wirtschaftswissenschaften. Ganz
regulär und umfasst 5 Leistungspunkte. Und die Vorlesung und der gesamte Kurs schließen mit einer schriftlichen Klausur ab über 60 Minuten am Ende des Semesters. Also alles nicht sonderlich überraschend. Wenn Sie die Unterlagen zu dieser Veranstaltung haben möchten, beziehungsweise dann auch die Videos sich anschauen möchten, müssen Sie das Folgende tun. Sie können, wenn Sie auf diesen Link hier, in der PDF ist es ein Link, wenn Sie auf diesen Link klicken, können Sie auf meine Homepage gehen und kommen dann direkt zur Seite, wo dieser Kurs beschrieben ist. Dort finden Sie die PDFs. Die PDFs und alle anderen Unterlagen, die ich Ihnen einstellen sollte, sind passwortgeschützt. Das Passwort ist großes S und dann ein kleines E, ein kleines K, ein kleines T, ein kleines O und ein kleines R, also insgesamt Sektor mit großem S, Raute 7 und dann ein großes G. Das ist das Passwort. Damit können Sie auf sämtliche Unterlagen, auch zu anderen Vorlesungen oder entsprechenden Unterlagen, also Excel-Dateien, die ich Ihnen vielleicht noch reinstellen werde, können Sie auf alle Unterlagen zugreifen und dieses Passwort gilt auch für alle Veranstaltungen, auch beispielsweise für die Einführung in die Bankbetriebslehre. So kommen Sie auf die Unterlagen und genau, wenn Sie dann sich die Videos anschauen möchten, finden Sie hier auf der nächsten Folie einen Link. Wenn Sie hier drauf klicken, kommen Sie zum entsprechenden YouTube-Kanal und in diesem Kanal sind dann alle Videos zu diesem Kurs eingestellt und Sie haben dann Zugriff auf alle Videos. Bitte bedenken Sie, diese Videos sind nicht offiziell oder nicht öffentlich gelistet bei YouTube. Sie können also nicht einfach bei YouTube reingeben und eingeben, lustiges FIMA-Video, Dover Prof oder ähnliches und kommen dann direkt hier zu dem Video, sondern Sie müssen dann auf diesen Link klicken und dann in den Kanal gehen. Okay, wenn Sie Fragen zum Kurs haben, können Sie gerne in meine Sprechstunde kommen. Da schauen Sie dann bitte jeweils im Semester auf die Homepage oder dann entsprechend mir eine E-Mail schreiben. Dann können wir auch gerne telefonieren oder skypen, je nachdem, was Ihnen dann lieber ist und wann ich auch dann jeweils Zeit habe. Meine E-Mail-Adresse ist weiss@wifa.uni-leipzig.de. Okay, das sind die YouTube-Videos. Sie sehen ja auch gerade schon ein Video. Und dann kommen wir zur Basisliteratur. Die Basisliteratur besteht 1:1. Die Vorlesung basiert insgesamt komplett auf diesem Buch von Kollegen Albrecht aus Mannheim, nämlich den Grundprinzipien der Finanz- und Versicherungsmathematik. Und Sie können alles, was hier im Kurs besprochen wird, auch dort in diesem Buch nachlesen. Und dort sollte auch eigentlich alles dann ausreichend erklärt sein. Ja, die Zielsetzung der Veranstaltung nochmals kurz wiederholt. Ich möchte Ihnen eine Einführung geben in die Grundmethodologie der Finanz- und Versicherungsmathematik, also wirklich in die absoluten Grundlagen. Diese sollten auch für Nicht-Mathematiker sofort verständlich sein und Sie werden feststellen, dass wir viele Dinge aus anderen Vorlesungen auch nochmal wiederholen werden, also beispielsweise ein Barwertkonzept, einen internen Zinsfuß. Wir werden diese Konzepte aber dann teilweise auch dann für die Versicherungsmathematik etwas erweitern, also zum aktuariellen Barwert beispielsweise. Wir werden die wichtigsten Finanzinstrumente charakterisieren und Sie werden vielleicht zum ersten Mal eine erste formale Darstellung von Versicherungskontrakten kennenlernen, sofern Sie dies noch nicht in den Vorlesungen vom Kollegen Wagner gehört haben. Und wir werden deterministische und stochastische Zahlungsströme, die natürlich aus diesen Instrumenten hier resultieren, dann bewerten. Was ist mit Bewertung gemeint? Sie haben so ein Wertpapier vorliegen oder so einen Kontrakt und Sie fragen sich, wie viel ist dieser Kontrakt, dieser Vertrag oder die Aktie, die Anleihe wert? Was ist der faire Preis? Im Englischen würde man schön vom Pricing sprechen, also von der Ermittlung eines fairen Preises. Hier ist es als Bewertung bezeichnet und wir werden dann uns am Ende noch eine kurze Einführung anschauen in die Theorie der Zinsstruktur. Das war das Organisatorische. Falls Sie weitere Fragen haben zur Klausur oder zum Ablauf der Veranstaltung, wenden Sie sich bitte einfach an mich, schreiben Sie mir eine E-Mail oder kommen Sie entsprechend dann in die Sprechstunde.
Dann wären wir auch schon mit den organisatorischen Dingen am Ende und dann fangen wir direkt an mit dem ersten Kapitel, nämlich der Charakterisierung einfacher Finanztitel und von Versicherungskontrakten und wir beginnen mit den Zahlungsstrommodellen. Dann kommen wir direkt zum Modell für die Darstellung eines Zahlungsstroms, eines Cashflows. Wir definieren einen Cashflow wie folgt, nämlich als Menge Z. Diese Menge enthält die einzelnen Zahlungen ZT zu den Zeitpunkten klein t, wobei wir die Menge an Zeitpunkten mit dieser Zeitindexmenge groß T indizieren wollen. Und die Zahlungen sind Elemente der reellen Zahlen. Also wir werden später sehen, wir können sowohl positive Zahlungen als auch natürlich negative Zahlungen haben und dann natürlich auch rationale Zahlen. Und ja, als Zeitindexmenge verwenden wir in der Regel eine endliche Menge, die dann Elemente T0 bis Tn beinhalten kann. Oder aber wir zählen einfach die Zeitpunkte durch von 0 bis groß T. Das geht natürlich auch. Oder aber wir haben eine überabzählbar unendliche Menge von Zeitpunkten, nämlich T-Element der reellen Zahlen mit T größer gleich 0. Und je nachdem, welche Menge wir verwenden, befinden wir uns dann in der Finanzmathematik in diskreter Zeit oder aber in der Finanzmathematik in stetiger Zeit. Diese beiden Möglichkeiten gibt es und wir werden das später dann noch in den einzelnen Beispielen dann sehen. Diese Cashflows ZT können dann natürlich einerseits deterministisch sein, dann sind sie sicher und treten in jedem Fall ein, oder aber sie sind zufallsabhängig, das heißt in ihrer Höhe noch nicht bestimmt und zufällig. Und im letzten Fall können wir dann ZT, also die Menge der zufallsabhängigen Cashflows, als Zufallsvariablen auffassen. Wir könnten dann auch einfach schreiben ZT Schlange. Die Schlange lassen wir dann zur Einfachheit halber weg. Und der Cashflow Z, nämlich als Menge dieser einzelnen Zahlungen, die ja eigentlich dann Zufallsvariablen darstellen, das ist dann ein stochastischer Prozess. Ein stochastischer Prozess ist eben genau eine solche Menge von Zufallsvariablen, die dann natürlich in der Regel zeitlich initiiert sind. So. Wir haben dann also letztlich eine Situation unter Risiko bzw. Unsicherheit im engeren Sinne, weil wir zwar die Zustände von ZT und die Eintrittswahrscheinlichkeiten kennen, aber letztlich die Höhe von ZT, die dann tatsächlich eintritt, natürlich nicht. Also wir wissen prinzipiell, was kann tendenziell und prinzipiell passieren und was sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten, aber wir wissen natürlich noch nicht, was tatsächlich am Ende rausgekommen ist. Wir können von dieser stochastischen Sicht zu einer quasi deterministischen Sicht kommen, indem wir nämlich Cashflows betrachten im Erwartungswert, also hier die erwarteten Cashflows E von ZT betrachten und wir hierbei dann beim Entscheider Risikoneutralität unterstellen. Risikoneutralität bedeutet, dass wenn ich den Erwartungswert einer Zahlung anschaue und umgekehrt eine sichere Zahlung in dieser Höhe Z, dass ich dann indifferent bin zwischen dem Erwartungswert der zufälligen Zahlung und dem entsprechenden sicheren Betrag. Wenn ich dagegen lieber das eine oder das andere bevorzuge, dann bin ich risikofreudig oder risikoavers. Das ist also die quasi deterministische Sichtweise, indem wir nämlich einfach zum Erwartungswert übergehen. Und deterministische Zahlungen werden wir dann im Folgenden einfach mit kleinem z schreiben, stochastische mit großem z, also Kleinbuchstaben sind sichere Zahlungen, Großbuchstaben sind dann zufallsabhängige Zahlungen und insbesondere wollen wir dann Realisationen von ZT in einer Ex-Post-Sicht dann als deterministisch natürlich dann ansehen. Wir können dann auch noch unterscheiden zwischen vorschüssigen und nachschüssigen Cashflows. Die Zahlungszeitpunkte betrachten wir immer erst als äquidistant, das heißt also, wir haben beispielsweise Zahlungszeitpunkte 1, 2 und 3 und die Abstände hier zwischen sind dann immer gleich, also äquidistant. Und ein Cashflow ZT kann dann noch danach differenziert werden, ob es sich um vorschüssige oder nachschüssige Zahlungen am Ende der Periode handelt. Also ob die Zahlung genau hier am Anfang
oder dann am Ende dieser ersten Periode dann anfallen. Und das macht natürlich deswegen einen Unterschied, weil wenn wir Zahlungen haben in t gleich 0, 1, 2 und 3 und wir nachschüssige Zahlungen haben, dann hätten wir natürlich hier die erste Zahlung, hier, hier und dann letztlich hier bei der vierten Periode. Vorschüssig wäre das Ganze natürlich dann jeweils um eine Periode letztlich nach vorne verschoben. So, wir werden dann an geeigneter Stelle noch weitere Verfeinerungen dieses Modells kennenlernen, nämlich gerade bei unterperiodigen Zahlungen. Wir können dann Long- versus Short-Positionen unterscheiden. Grundsätzlich können wir durch Finanztitel kaufen. Wir gehen dann eine Long-Position ein oder wir können diese Position zunächst verkaufen und müssen dann diese Position später ausgleichen. Dann haben wir eine sogenannte Short-Position. Bei der Long-Position profitiert der Investor natürlich von einer Wertsteigerung. Das heißt, wir kaufen den Finanztitel und hoffen, dass der Preis steigt, sodass wir dann später den Finanztitel wiederum zu einem besseren Preis verkaufen können. Bei einer Short-Position ist es dagegen genau umgekehrt. Wir erhoffen uns also einen günstigen Leerverkauf und dann später mit einer Wertminderung des Finanztitels dann eine Glattstellung, sodass wir dann hier also erst hoch leer verkaufen und dann später zu einem niedrigen Kurs dann entsprechend die Position glattstellen. Wie kann ich so einen Short Sale, einen Leerverkauf bewerkstelligen? Das ist der Verkauf eines Finanztitels, der nicht aktuell in meinem Besitz ist. Stattdessen leihe ich mir als Verkäufer die entsprechende Anzahl an Wertpapieren, veräußere diese, ich habe also ein Verkaufsgeschäft, und muss dann innerhalb marktüblicher Fristen, beispielsweise innerhalb desselben Tages oder innerhalb eines Monats, diese Position dann glattstellen. Das heißt, die offene Verkaufsposition, ich bin dann also short, wird dann durch den Kauf des Finanztitels später dann ausgeglichen. Und dann, wenn ich natürlich diese Anzahl an Finanztiteln gekauft habe, kann ich dann auch die Position dadurch glattstellen, dass ich natürlich die vorher ausgeliehenen Wertpapiere dann wieder zurückgebe. Diese Möglichkeit und die Ausgestaltung von Leerverkäufen unterliegt in der Regel je nach Land strengen gesetzlichen Vorschriften. Zum Beispiel kann in Deutschland die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, gemäß hier § 4 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes Leerverkäufe verbieten und teilweise ist dies dann auch in den jeweiligen Börsenordnungen geregelt. Besonders beliebt sind Short-Positionen in Aktien, also das heißt der Leerverkauf einer bestimmten Anzahl von Aktien, wenn ich fallende Kurse erwarte. Sie könnten also jetzt beispielsweise hergehen und versuchen auf bestimmte, wenn Sie denn diese handeln können, bestimmte chinesische Aktien dort short zu gehen oder Sie wetten darauf, dass der DAX aktuell doch stark fallen wird, dann würden Sie versuchen, in dem Index eine Short-Position aufzubauen. Dass dies häufig nicht zuträglich ist für die Finanzmarktstabilität, ist offensichtlich, denn in Zeiten fallender Kurse führen natürlich gerade ungedeckte Leerverkäufe dazu, dass die Wertpapierpreise nochmals stärker unter Druck geraten und dann noch weiter sinken, sodass diese Leerverkäufe teilweise von der BaFin während der Finanzmarktkrise ausgesetzt worden sind. Und Sie sehen das an der folgenden Allgemeinverfügung der BaFin, nämlich die Allgemeinverfügung der BaFin zum Verbot ungedeckter Leerverkäufe in bestimmten, natürlich wichtigen Aktien vom 18. Mai 2010. Ungedeckte Leerverkäufe heißt es da in Aktien der folgenden Unternehmen der Finanzbranche. Man hat sich natürlich da insbesondere auf die Unternehmen beschränkt, bei denen man davon ausgegangen ist, dass sie unter besonderen Druck während der Finanzmarktkrise kommen könnten. Diese ungedeckten Leerverkäufe sind verboten und dann folgte eine Auflistung der einzelnen Unternehmen. Sie sehen schon, die Allianz ist dabei und auch die Generali Deutschland. Und ein ungedeckter Leerverkauf liegt vor, wenn der Verkäufer der Wertpapiere zum Zeitpunkt des Abschlusses des jeweiligen Geschäftes A nicht deren Eigentümer ist, keinen schuldrechtlich oder sachenrechtlich unbedingt durchsetzbaren Anspruch auf Übereignung einer entsprechenden Anzahl von Wertpapieren gleicher Gattung hat. Das ist also ein ungedeckter Leerverkauf und ausgenommen sind einzelne Geschäfte von Personen und so weiter. Das ist dann hier dann noch weiter fortgeführt worden, das interessiert uns nicht. Interessant ist dagegen die Begründung der BaFin. Es beruht eben auf
Paragraph 4 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes. Und danach hat die BaFin Missständen entgegenzuwirken, welche die ordnungsgemäße Durchführung des Handels mit Finanzinstrumenten beeinträchtigen können. In den letzten Wochen, so schreibt die BaFin, sind massive Unsicherheiten an den Finanzmärkten feststellbar, welche erhebliche Nachteile für den Finanzmarkt nach sich ziehen könnten. In dieser Situation hätte ein Einwirken auf die Kurse der erfassten Aktien durch massive Leerverkäufe, exzessive Preisbewegungen zur Folge. Um der Gefahr dieser Missstände entgegenzuwirken zu können, ist es erforderlich, Leerverkäufe in den Aktien der genannten Unternehmen der Finanzbranche zu untersagen. Also Leerverkäufe können denn auch mal verboten werden. Jetzt hier einfache Beispiele für Zahlungsströme, nämlich eine Auszahlung von minus 10.000 und dann eine Einzahlung und nochmal zwei Einzahlungen. Und Sie sehen schon, das Ganze erinnert natürlich stark an eine Anleihe mit Nominalbetrag 10.000 Geldeinheiten und Sie erhalten dann hier jeweils 500 Geldeinheiten Couponzahlung, also letztlich Zinszahlung und am Ende dann den Nominalbetrag plus die 500 Geldeinheiten Zinsen. Genauso könnten Sie jetzt auch sich einen Nullcoupon betrachten, hier in der zweiten Zeile, also eine Auszahlung von 10.000, keine Couponzahlung, deswegen hier jeweils 0 und am Ende dann eine einzige Einzahlung in Höhe des Nominalbetrages plus der aufgesammelten Zinsen. Gleichzeitig könnten Sie natürlich auch einen x-beliebigen anderen Zahlungsstrom betrachten und beispielsweise auch eine Short-Position haben. Sie verdienen also am Anfang 10.000, Sie haben eine Einzahlung und erhalten danach hier Auszahlungen, die Sie dann entsprechend begleichen müssen. Das ist auch möglich und je nachdem, was Sie betrachten, Sie müssen ja nicht nur Finanztitel betrachten, vielleicht sondern auch Versicherungskontrakte oder Realinvestitionsobjekte, dann können Sie natürlich hier unterschiedlichste Cashflows vorliegen haben. Dann kommen wir jetzt als nächstes, nachdem wir uns diese einfachen Zahlungsstrommodelle angeschaut haben, zur Charakterisierung ganz einfacher primärer Finanztitel. Wir wollen jetzt nachfolgend wichtige Finanztitel über die durch Sie hervorgerufenen Zahlungsströme charakterisieren, weil das letztlich für unsere Zwecke vollkommen reicht. Wir müssen einfach nur wissen, welche Zahlung diese Wertpapiere oder diese Versicherungs- und Finanzverträge verursachen. Was wir also nachfolgend vernachlässigen wollen, sind nicht monetäre Charakteristika, wie zum Beispiel die Bilanzierung, die Liquidität, aber auch die Veräußerbarkeit des Finanztitels. Und wir betrachten jetzt die folgenden Arten von Wertpapieren. Zum einen Aktien, Zinstitel, aber auch Forwards und Forward-Geschäfte und dann Optionen als einfache derivative Finanzinstrumente. Fangen wir also an mit den Aktien. Was sind Aktien? Aktien verbriefen Anteile am Eigentum an einer Aktiengesellschaft und stellen somit Wertpapiere dar. Unter der Verbriefung verstehen wir jetzt hier den Prozess der Schaffung von handelbaren, fungiblen Wertpapieren aus Forderungen bzw. Eigentumsrechten. Und das ist ja letztlich das, was passiert. Als Eigentümer an der Aktiengesellschaft haben Sie eine Forderung bzw. ein Eigentumsrecht an diesem Unternehmen und die Wertpapiere verbriefen letztlich Ihr Recht auf einen Anteil des Eigentums an der Aktiengesellschaft und Sie können durch die Verbriefung dieser Forderung dann auch diese leichter handeln. Nach dem Kauf, nämlich S0 der Aktie, und dem Verkauf, neben diesen beiden Ein- und Auszahlungen, haben Sie natürlich auch noch, wenn Sie Aktien besitzen, Dividendenzahlungen, die Sie erhalten, also Zahlungen, die das Unternehmen Ihnen gewährt aufgrund der erzielten Gewinne. Diese Dividenden wollen wir jetzt hier abkürzen mit D, Klammer auf TI, das sind jeweils die Zeitpunkte TI, zu denen dann die Dividenden ausgeschüttet werden. Es kann natürlich sein, dass ein Unternehmen keine Dividende zahlt und das dann einfach gilt D von TI gleich 0. Das ist aber dann jeweils dann hier beispielsweise bei den Aufgaben dann explizit vermerkt. Man muss jetzt beachten, dass in T0 der Kaufpreis, er wird schon klein geschrieben, natürlich deterministisch ist, weil wir, wenn wir die Aktie kaufen, genau wissen, was wir zahlen. Wir wissen aber natürlich nicht, wie hoch die Dividenden sein werden und wie hoch der Veräußerungserlös sein wird. Ein Sonderfall ist natürlich
die Thesaurierung der Dividenden, wenn also die Dividenden dann nicht ausgeschüttet werden, sondern im Unternehmen einbehalten werden, aber dazu dann später noch mehr. Das ist also klar, S0 ist deterministisch, alles andere muss stochastisch sein, weil wir weder wissen, was die Aktie im Zeitpunkt Groß T wert sein wird und wir wissen auch nicht, welche Dividenden dann ausgezahlt werden. Machen wir ein einfaches Beispiel. In T gleich 0 werde eine Investition in eine Aktie in Höhe von 10.000 Euro getätigt. Nach 6 und 18 Monaten erhält der Investor eine Dividendenzahlung in Höhe von jeweils 500 Geldeinheiten oder 500 Euro. Und nach 27 Monaten wird die Aktie dann wieder verkauft und beim Verkauf realisiert der Investor dann einen Kursverlust von 1.200 Euro. Wie sieht dann der Zahlungsstrom aus? Ganz einfach, ZT0 mit einem kleinen Z ist dann minus 10.000. Die Dividenden zum Zeitpunkt T6 und T18 sind dann jeweils 500 Geldeinheiten und wir haben 1.200 Euro Kursverlust. Also erhalten wir dann noch zufallsabhängig hier dann entsprechend diesen Betrag von 8.800 Euro im Zeitpunkt T27. Bei einem thesaurierenden Aktienfonds bzw. einer entsprechenden Aktie ist der Sonderfall zu beachten, dass dort die Dividenden auch zugunsten einer höheren Endzahlung dann entfallen, also letztlich diese Beträge dann hier verschoben werden nach T27. Zinstitel, auch als Gläubigertitel bezeichnet, verbriefen dann im Gegensatz zu den 8 Aktien keine Eigentumsrechte an einer Aktiengesellschaft, sondern stellen eine schuldrechtliche Verpflichtung dar und beinhalten dann entsprechende Forderungsrechte des Gläubigers gegenüber dem Schuldner. Ist also letztlich einfach ein Kredit, eine Forderung, die ich habe auf Zahlung eines Geldbetrages. Und alternative Bezeichnungen hier sind dann Renten, Anleihen, Schuldverschreibung oder im Englischen dann auch einfach Bonds. Diese Zinstitel bzw. die Anleihen haben jetzt natürlich hier im Gegensatz zu den Aktien keinen Eigenkapitalcharakter, sondern stellen hier natürlich das Fremdkapital dar, wenn ein Unternehmen beispielsweise Kapital über die Emission von Anleihen aufnimmt. Der Cashflow aus der Anlage in einen Zinstitel besteht dann aus dem Erwerb des Titels zum Kaufpreis, P im Zeitpunkt T0 und dann Zins- und Tilgungszahlungen zu späteren Zeitpunkten. Und am Ende der Laufzeit ist dann die Schuld in Höhe des Nominalbetrages N natürlich dann vollständig getilgt. Wird der Zinstitel zu einem Zeitpunkt G oder verkauft, an dem keine Zinszahlung anfällt, wenn ich also hier den Fall habe, dass eine Zinszahlung hier anfällt und hier, dann habe ich die folgende Besonderheit. Wenn ich die Anleihe, das ist ja ein gehandeltes Wertpapier, genau zu diesem Zeitpunkt hier kaufe, dann ist es so, dass die letzte Zinszahlung, die für diesen Bereich angelaufen ist, ausgezahlt wird an den Alteigentümer, ich dann die Anleihe kaufe und ich dann natürlich auch hier die nächste Zinsperiode vollkommen mitnehme. Das ist in den seltensten Fällen natürlich der Fall. Was eher passieren wird, ist, dass ich beispielsweise dann hier die Anleihe kaufe. Und was muss ich dann machen? Ich muss natürlich sagen, der Alteigentümer wird für diesen Zeitraum entschädigt. Er hat die Anleihe gehalten, erhält aber natürlich die Zinszahlung in diesem Zeitpunkt nicht mehr. Und umgekehrt, ich erhalte dann die volle Zinszahlung, weil ich ja hier in diesem Zeitpunkt der Eigentümer bin, habe aber die Anleihe eigentlich nur diesen Zeitraum gehalten, muss also eben genau den Alteigentümer für diese Periode, in der er die Anleihe gehalten hat, aber die nächste Zinszahlung nicht mehr erhalten hat, entschädigen. Und das sind die sogenannten Stückzinsen. Das ist Accrued Interest im Englischsprachigen und Stückzinsen im Deutschen. Das ist also die entsprechende Korrektur des Kauf- oder Verkaufspreises, um eben hier dieses Halten der Anleihe bis zu einem bestimmten Punkt dann entsprechend hier entschädigen zu können. Hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten können jetzt die folgenden Arten von Zinstiteln unterschieden werden. Ich habe zum einen festverzinsliche Wertpapiere, also einen Festzinstitel oder Fixed Income Papers.
Ich habe variabel verzinste Wertpapiere, das sind sogenannte Floating Rate Notes oder auch FRAs. Und ich habe zinsfreie Anleihen. Und bei dem Festzinstitel ist es so, dass die Zinsen vorab festgelegt werden und konstant sind. Zum Beispiel der einfachste Fall eines Straight Bonds. Also ich habe eine Auszahlung P im Zeitpunkt T0, Zinszahlung und dann entsprechend hier die Zinszahlung plus die Rückzahlung des Nominalbetrages. Kurz zur Frage, warum ist P jetzt hier groß geschrieben? Es könnte ja auch sein, dass ich einfach sage, es ist P in Abhängigkeit von groß oder von T0. P ist jetzt natürlich hier stochastisch, weil letztlich diese Anleihen am Markt gehandelt werden und es ist hier dann entsprechend auch einen zeitpunktabhängigen Preis gibt, den ich dann hier betrachten müsste. Zinsfreie Anleihen kann ich betrachten. Das sind Anleihen, die keine laufenden Zinszahlungen beinhalten, sondern nur endfällige Tilgung. Beispiele sind hier Zero-Bonds, die langfristig sind, oder dann eher Diskontpapiere, Wechsel, T-Bills oder Commercial Papers, die dann eher kurzfristig sind und dementsprechend kürzere Laufzeiten besitzen. Bei langfristigen Anleihen hat man in der Regel bis zu 30 Jahren Laufzeit. So. Ein weiteres Beispiel hierfür. In T gleich 0 wird jetzt ein Standardbond mit einer Laufzeit von 3 Jahren in einem Umfang von 50.000 Euro zum Nennwert erworben. Der Bond liefere jetzt einen jährlichen nachschüssigen Zins in Höhe von 5% und werde endfällig getilgt, sodass dann der Emittent hier 50.000 Euro erhält und dann jeweils die Zinszahlung hat und dann hier am Ende 50.000 Euro zurückzahlen muss plus der letzten Zinszahlung. Der Investor dagegen erhält natürlich über die Laufzeit die Zinsen und die Rückzahlung und muss dafür am Anfang 50.000 Euro investieren. Man beachte dabei, dass Ausfallrisiko des Emittenten wird hierbei vernachlässigt. Das heißt, die Zahlungsströme sind somit deterministisch. In der Praxis kann es aber natürlich sein, dass der Emittent das Geld aufnimmt, die erste Zinszahlung noch zahlt und hier leider dann in die Insolvenz geht und diese Zahlungen dann möglicherweise nicht mehr getätigt werden können, einfach weil es keine ausreichende Masse in der Insolvenzmasse gibt. Also müsste ich hier gerade bei Commercial Papers bzw. bei Unternehmensanleihen, also Anleihenzinstiteln, die von Unternehmen emittiert worden sind, müsste ich auch das Ausfallrisiko entsprechend mit einrechnen und sagen, dass diese Zinszahlung und die Rückzahlung dann entsprechend hier an den Investor dann zufällig sind und natürlich abhängig von der Ausfallwahrscheinlichkeit. Das waren einige primäre Finanztitel. Kommen wir dann nun als nächstes zu den derivativen Finanztiteln. Aktien und Zinstitel gehören jetzt zu den primären Finanztiteln und hiervon können dann sogenannte Derivate abgeleitet werden. Der Name impliziert es ja schon, dass irgendetwas abgeleitet ist. Nämlich Derivate sind stets direkt oder indirekt in Relation zu einem primären Finanztitel definiert und stellen grundsätzlich Termingeschäfte dar. Und ein erstes Beispiel für ein Derivat ist dann ein Forward-Kontrakt bzw. ein Forward, da wir nämlich ausschließlich Finanztitel als Referenzinstrumente berücksichtigen, schauen wir uns jetzt im Folgenden sogenannte Financial Forwards an. Was die Definition, ein Forward-Kontrakt beinhaltet für den Kauf, nämlich bei der Long-Position, bzw. den Verkäufer bei der Short-Position, die feste Verpflichtung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt, nämlich zu einem bestimmten Liefertermin, unter Zugrundelegung eines vorab vereinbarten Referenzwertes für die Abrechnung einen spezifizierten Finanztitel, das ist das sogenannte Underlying oder der Basistitel, zu kaufen bzw. zu verkaufen oder aber den entsprechenden Differenzbetrag zu begleichen, ist also damit dann zu einem Cash Settlement kommt. Sobald der Forward-Kontrakt abgeschlossen wird, muss in der Regel eine Sicherheitsleistung gestellt werden. Das ist die sogenannte Margin-Leistung in so und so viel Prozent des Vertragswertes. Was ist damit gemeint? Nun ja, dadurch, dass ich ja heute in einen Forward-Kontrakt eintrete, aber dieser erst in einer gewissen Zeitperiode dann nach Ablauf einer gewissen Zeit erfüllt wird, kann es natürlich passieren, dass ich hier in den Vertrag eintrete,
eine gewisse Zeit verstreicht und hier der Vertrag erst erfüllt werden müsste, aber es natürlich dann sein kann, dass die Gegenpartei, also die Partei, mit der ich den Vertrag abgeschlossen habe, dann an dieser Stelle sagt, wir können den Vertrag leider nicht erfüllen, wir sind insolvent und dann würde natürlich auch das gesamte Geschäft hier wegfallen. Um diese Chance oder diese Möglichkeit, dass der Vertragspartner ausfällt, um diese Möglichkeit zu verringern oder die Auswirkungen dieses Ausfalls zu verringern, kann eben eine Sicherheitsleistung vereinbart werden, dass ich also beispielsweise sage, ich will einen gewissen Teilbetrag hier, eine Marginzahlung hier eingezahlt bekommen, die wird entsprechend dann auch verzinst und dann am Ende mit der Leistung aus dem Vorkontrakt dann verrechnet. Diese Marginleistung ist dann in der Regel bei der das Geschäft abwickelnden Börse oder einer zentralen Clearingstelle zu hinterlegen, also letztlich bei einer unbeteiligten dritten Partei. Und zusätzlich besteht dann oftmals auch eine Nachschusspflicht, besonders während der Vertragslaufzeit, wenn dann durch die Sicherheitsleistung durch eine entsprechende negative Änderung des Wertes des Underlyings aufgezehrt ist. Wenn ich also feststelle, dass eben genau hier diese Marginleistung schon aufgebraucht worden ist, weil der Forward-Kontrakt mittlerweile so viele Verluste angehäuft hat, dann kann ich eben auch hier ein Nachschießen verlangen und die Marginleistung dann erhöhen. Mit Hilfe der Sicherheitsleistung soll dann insbesondere eine Verlustakkumulation, also ein Auflaufen immer höherer Verluste dann aus diesem Geschäft dann verhindert werden. Wie sieht der Cashflow eines Forwards aus? Ausgangspunkt ist der Erwerb eines Forwards im Zeitpunkt T gleich S mit Erfüllungszeitpunkt groß T. Es läuft also von klein s bis groß T. T ist natürlich größer, zwingend größer als klein s und wir vernachlässigen jetzt zunächst einmal die Stellung möglicher Margins. Die Zahlung findet dann ausschließlich im Zeitpunkt groß T, also hier statt und es handelt sich hierbei insbesondere um ein Null-Investment, wenn ich denn die Margins vernachlässige. Wie sieht es dann aus mit den einzelnen Cashflows? Ich habe dann zum einen die vertraglich vereinbarten Referenzwerte des Underlyings, das ist FS. Ich habe im Zeitpunkt groß T hier diese Zahlung. Ich habe den Marktwert des Underlyings im Zeitpunkt groß T, das ist K groß T. Und die Gewinn- bzw. die Verlustposition, jetzt schaue ich mal gerade, ich hatte mich gerade gewundert, das hier müsste natürlich klein s sein. Der Index hier zeigt natürlich an, in welchem Zeitpunkt wir befinden. Und der Erwerbszeitpunkt ist ja gerade hier genau klein s. Okay, also KT ist der Marktwert des Underlyings, auch einfach der Kassakurs, deswegen K, des Underlyings im Zeitpunkt groß T. Und wie sieht dann die Gewinn- oder Verlustposition aus Sicht des Käufers aus? Naja, der Käufer zahlt natürlich hier den festgelegten Preis FS, also minus FS, und er erhält dann hier K groß T. Und dann ist natürlich hier genau die Differenz zwischen KT und FS, das ist genau der Gewinn oder der Verlust für den Käufer. Umgekehrt dann natürlich genau für den Verkäufer, er erhält hier plus FS und muss dann am Ende KT bezahlen und die Differenz ist dann natürlich genau sein Gewinn oder sein Verlust. Dann wird das Geschäft mittels eines Cash Settlements erfüllt, wenn also der eigentliche Underlying-Wert, der eigentliche Basistitel nicht physisch geliefert wird, sondern einfach die Vertragsparteien diese Differenzen hier bzw. hier dann jeweils an die andere Seite überweisen und ich ein Cash Settlement habe, dann habe ich eben einfach nur eine monetäre Ausgleichszahlung in genau dieser entsprechenden Höhe des Gewinn oder des Verlustes. Grundsätzlich gilt, dass der Käufer des Forwards von steigenden und der Verkäufer von sinkenden Kursen des Basistitels profitiert
und Forward-Kontrakte können jedoch auch ohne Gewinnabsicht für das Hedging gegen bestimmte Risiken eingesetzt werden. Ein einfaches Beispiel. Gehen wir einfach mal davon aus, wir haben einen Kassakurs K klein t für einen, Stahl. Das soll einfach mal Stahl sein. Den können wir jetzt zum Kurs KT kaufen. Wir wissen als Automobilhersteller, wir benötigen in einem Jahr 10 Tonnen Stahl, sind aber der Meinung, dass der aktuelle Kurs von Stahl an einer Rohstoffbörse, dass dieser aktuelle Kurs für uns sehr günstig ist. Dann kaufen wir natürlich über ein Forward zum Preis FS heute entsprechend hier die 10 Tonnen Stahl. Und sind gar nicht groß daran interessiert, wie sich das Ganze entsprechend verändert, wenn der steigt, fällt, wenn der Kurs fällt. Gut, dann haben wir natürlich mehr bezahlt, wir haben aber zumindest diesen Preis gesichert. Wenn der Kurs, sinkt, haben wir diesen Preis gesichert. Genau, wenn der Kurs dagegen steigt, haben wir uns natürlich auch abgesichert, weil wir ja nur FS und nicht dann den höheren Preis KT bezahlen müssen. Wir haben uns dann gegen diese Preisveränderung also abgesichert. Wir haben hier ein Hedge-Geschäft durchgeführt. Dann kommen wir zu der grafischen Darstellung hier der Gewinn- und Verlustposition bei einem Forward. Wir haben jetzt hier zum einen natürlich hier den Forward-Kurs FS und wir betrachten jetzt hier auf der X-Achse den Kurs, den Kassakurs im Zeitpunkt Groß T und auf der Y-Achse entsprechend den Gewinn im Zeitpunkt Groß T. FS ist fixiert und wenn natürlich der Kurs, also hier entsprechend der Kassakurs im Zeitpunkt Groß T gleich dem Forward-Preis sein sollte, den wir vereinbart haben, dann haben wir genau einen Gewinn von 0. Wenn wir dagegen FS zahlen, aber dann entsprechend hier den Kurs KT bekommen, dann ist das natürlich hier genau unser Gewinn. Beziehungsweise hier umgekehrt dann für die umgekehrte Position FS minus KT, hier ist es KT minus FS, also bei dem Käufer und dem Verkäufer. Kommen wir als nächstes zu den Optionen. Nämlich als wichtigsten Vertreter der derivativen Finanzinstrumente sind Optionsverträge und diese verbriefen das Recht, aber wichtig, nicht die Pflicht, und das ist der Unterschied zum Forward-Kontrakt, einen festgelegten Basistitel, also ein Underlying, zu einem vorab festgelegten Preis, das ist der sogenannte Strike, am Ende, dann haben wir eine europäische Option, beziehungsweise bis zum Ende, einer bestimmten Frist, dann haben wir eine amerikanische Option, dann hier zu kaufen, dann haben wir eine Kaufoption oder auf Englisch einen Call oder zu verkaufen, eine entsprechende Verkaufsoption oder ein Put. Kann man sich ganz einfach merken, wenn man etwas verkauft, dann legt man es oder bringt etwas zum Markt und damit hat man dann einen Put, während ich beim Call etwas verlange und hier etwas kaufen möchte, nach etwas rufe. Der Verkäufer einer Option besitzt kein Ausübungsrecht, also wir sprechen hier üblicherweise vom Verkäufer oder auch vom Stillhalter. Er hat kein Ausübungsrecht oder ein Widerspruchsrecht und muss dann im Gegensatz zum Käufer das Geschäft erfüllen, wenn die Option ausgeübt wird. Er muss also dann liefern bzw. den Basistitel abnehmen oder natürlich dann ein Cash Settlement oder über ein Cash Settlement eine Ausgleichszahlung dann vornehmen. Schauen wir uns einige Beispiele an. Wir fangen mit den europäischen Optionen an. Wir betrachten jetzt im Folgenden ausschließlich europäische Optionen, weil eigentlich die Auszahlungsprofile auch für amerikanische dann ähnlich sind. Es wird eben nur dadurch komplizierter, dass wir natürlich jederzeit ausüben können. Und wir beschränken uns auf die Analyse der Position des Käufers, die Position des Verkäufers, des Stillhalters, also die Short-Position, ist dann immer spiegelbildlich zu sehen. Also wenn Sie beispielsweise so eine Gewinnfunktion oder Auszahlungsfunktion haben, dann werden Sie sehen, für den Stillhalter ist es dann einfach so, einfach gespiegelt. Okay. Dann haben wir zu Beginn der Laufzeit den Käufer, der die Optionsprämie, also entweder C0 vom Call
oder P0 für den Put zahlen muss. Am Ende der Laufzeit Groß T wird dann der Besitzer, der Käufer der Option, diese natürlich ausüben, sofern der Wert des Underlyings, das ist ST, S steht hier schon eigentlich für Stock, weil wir meistens Aktienoptionen betrachten, bei einem Call größer ist als der Strike. Wenn also gilt, S Groß T ist größer als Strike X. Was bedeutet das? Wir haben einen Call, eine Kaufoption gekauft. Wir können also zum festgelegten Preis von X, sagen wir mal 100 Geldeinheiten, eine Aktie kaufen, allgemein einen Basistitel. Und der aktuelle Aktienkurs ist 150, dann wissen wir, wir können über die Option für 100 kaufen, direkt am Markt für 150 verkaufen. Das heißt, wir haben einen Gewinn von 50 Geldeinheiten. So, bei dem Put ist es genau umgekehrt. Wir hätten dann natürlich einen Strike, zu dem wir verkaufen können. Und wir werden dies natürlich nur dann tun, wenn der aktuelle Aktienkurs geringer ist als der Strike, weil dann was gilt. Wir können am Markt über die Option zu 100 verkaufen, können am Markt für 50 Geldeinheiten kaufen und haben dann wiederum hier einen Gewinn von 50 Geldeinheiten. Was passiert, wenn genau das nicht erfüllt ist? Wenn also beim Call hier ST kleiner X gilt oder es hier umgekehrt ist beim Put, dann lassen wir die Option verfallen und die Auszahlung ist dann gleich 0. Für den Gewinn müssen wir natürlich immer noch was tun. Wir müssen dann hier, wenn wir sagen, wir wollen hieraus den Gewinn machen, entweder P0 oder C0 entsprechend abziehen, weil das natürlich die Kosten sind für die Option. Okay. Wahrscheinlich etwas viel auf einen Schlag. Also schauen wir uns nochmal die Auszahlungsprofile genauer an. Die Payoff-Profile des europäischen Calls und des europäischen Puts. Das Auszahlungsprofil des europäischen Calls ist gegeben mit, die Auszahlung erfolgt in Groß T, also zum Zeitpunkt der Fälligkeit hier in Groß T. Wir bekommen entweder 0, wenn wir die Option verfallen lassen, oder ST-X, wenn ST größer ist als X. Und das können wir hier auch zusammengefasst schreiben, einfach als Maximum aus 0 oder ST größer, ST-X. Für den Put ist es genau umgekehrt, also X und ST sind vertauscht und dann haben wir auch ein Maximum. Diese Funktion CT und PT beschreiben jetzt gleichzeitig den Wert der Option im Zeitpunkt Groß T. Und wenn wir jetzt jeweils noch die Optionsprämie abziehen, dann erhalten wir dann jeweils die Gewinn- und Verlustposition dieser beiden Optionsarten im Zeitpunkt Groß T. So sieht das aus für den europäischen Call in der Long-Position. Wir haben hier CT, also die Auszahlung in Groß T. Und wenn wir das Ganze dann hier noch um die Optionsprämie verschieben, dann erhalten wir dann entsprechend die Gewinnfunktion GT und man sieht natürlich bis zu diesem Punkt hier erzielen wir mit dem Optionsgeschäft einen Verlust, weil einfach die Gewinne, die Auszahlung im Zeitpunkt Groß T, die ursprünglichen Kosten in Höhe der Optionsprämie nicht ausgleichen können und wir dann erst ab diesem Punkt hier dann tatsächlich einen positiven Gewinn haben. Für den europäischen Long Put genau gespiegelt. Sie sehen also hier, das Ganze läuft so runter. Das ist die Auszahlung. Und wenn wir dann die Put-Prämie abziehen, das ist jetzt natürlich dann P0, dann haben wir dann entsprechend hier die Gewinn- und Verlustfunktion, wobei Sie hier sehen, dass hier die Verluste auf die Höhe von P0 natürlich beschränkt sind und hier auf C0. Wenn Sie jetzt aber an dieser Stelle ein entsprechendes Gegengeschäft als Short-Position aufbauen würden, würden Sie was sehen? Die Gegenposition des Stillhalters sieht dagegen so aus. Und damit sehen Sie auch, der Stillhalter kann hier natürlich ein unbegrenztes Verlustpotenzial haben. Also das ist hier GT, Klammer auf Short. Und das ist damit gemeint, wenn Sie mal hören, dass Derivate auch
in dem Sinne anspruchsvolle Kontrakte sind, als dass sie teilweise ein unbegrenztes Verlustpotenzial aufweisen. In den Long-Positionen hier nicht, aber natürlich, wenn sie hier Short gehen würden. Und hier umgekehrt, wenn sie das entsprechend hier machen würden, würden sie dann natürlich das Ganze dann so haben. Also hier beim Short-Put ist es nicht so extrem. Was Sie aber auch sehen können ist, wenn Sie diese Art von Diagramm betrachten, das sind die berühmten Hockey-Stick-Diagrams, also, weil Sie an Eishockeyschläger erinnern. Sie sehen schon, das sind die Hockey-Stick-Diagrams. Ja, wie sieht der Zahlungsstrom eines Long Calls oder Puts aus? Ganz einfach. Hier haben Sie jeweils die Prämie in T gleich 0. Zwischen der Laufzeit nichts. Und dann im Zeitpunkt der Fälligkeit die Auszahlung CT oder PT. Short Call, Short Put. Umgekehrt, Sie erhalten natürlich als Stillhalter die Prämien oder die Prämie in T gleich 0 und müssen dann in Groß T möglicherweise eine auch vielleicht nach unten begrenzte, unbegrenzte Auszahlung dann tätigen. Ja, das waren einfache Charakterisierungen derivativer Finanztitel. Dann kommen wir jetzt als nächstes zur Darstellung von einfachen Versicherungsverträgen. Wir fangen an mit dem ersten Beispiel eines Versicherungsvertrages, nämlich einer Sachversicherung in einem Zwei-Zeitpunkt-Modell. Zahlungen können jetzt in den beiden Zeitpunkten T0 und T gleich 1 erfolgen. Und was beinhaltet jetzt ein Schadenversicherungsvertrag? Nun ja, zunächst einmal die Zahlung einer Risikoprämie. Beachten Sie bitte, bei privaten Versicherungen reden wir in der Regel von Prämien, die Versicherungsnehmer zu zahlen haben. Und bei Sozialversicherungen in der Regel von Beiträgen. Sie haben also einen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung und eine Prämie in Ihrer privaten Krankenversicherung beispielsweise. Und der Versicherungsnehmer zahlt am Anfang der Vertragslaufzeit diese Prämie. Am Periodenende erhält dann der Versicherungsnehmer eine aggregierte Entschädigung bzw. eine Versicherungsleistung L, die größer sein kann als 0 oder gleich 0 sein kann. Wann ist natürlich L gleich 0? Ganz einfach, dann, wenn kein Schaden eingetreten ist, dann bekomme ich natürlich auch keine Versicherungsleistung. L steht hier schon für das englische Loss, also hier schon für den möglichen Verlust oder den Schaden, den ich erlitten habe und für den ich jetzt eine Entschädigung von der Versicherung haben möchte. Die Risikoprämie kann dann als kalkulatorischer Deckungsbeitrag aufgefasst werden, der für die Übernahme des Risikos vom Versicherer verlangt wird. Die Versicherungsleistung L dagegen ist dann eine Zufallsgröße, also eigentlich müssten wir hier auch eine Schlange drüber zeichnen, die vom Eintreten eines oder mehrerer Versicherungsfälle, nämlich von den Schäden, dann abhängt. Also da ist L dann zufällig. Deswegen haben wir hier eine deterministische Risikoprämie, die in T gleich 0 dann bezahlt wird. Und in diesem ganz einfachen Modell in Groß T haben wir dann einen unsicheren Schaden, der natürlich auch so hoch sein kann oder einfach dann 0 beträgt. Da haben wir dann einen zufallsabhängigen Schaden L. Die Versicherungsleistung L stimmt dann bei einer sogenannten Illimité-Deckung mit dem Originalschaden S überein. Das heißt, wenn wir einen Schaden S haben, dann ist L einfach gleich S. Wir bekommen also genau das, was wir hier an Schaden haben, kriegen wir auch über die Versicherungsleistung L entschädigt und erstattet. Wenn wir im Vertrag eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, dann entspricht die Versicherungsleistung der vereinbarten Deckungssumme. Also wir unterstellen jetzt erstmal vereinfachend hier die Illimité-Deckung, also L gleich S. Dann schauen wir uns ein Kollektiv von N Versicherungsverträgen an. Wir haben also 1 bis N Versicherungsnehmer. Und das Versicherungsunternehmen, das wir jetzt im Nachfolgenden kurz mit VU
abkürzen wollen, erhält dann insgesamt diese aggregierte Risikoprämie, nämlich RP, ist gleich die Summe über alle Versicherungsnehmer, über alle versicherungsnehmerspezifischen Risikoprämien. Und im Gegenzug zahlt das Versicherungsunternehmen dann hier für L gleich S die aggregierte zufällige Versicherungsleistung, nämlich S gleich die Summe über alle Versicherungsnehmer über die versicherungsnehmerspezifischen Schäden SI. Wenn hier natürlich eine Selbstbeteiligung vereinbart wäre, könnten wir das einfach mal probieren oder einfach mal uns überlegen. Da wäre beispielsweise L gleich S minus 200 oder wir könnten sagen L ist gleich SI minus, sagen wir einfach, Selbstbeteiligung klein a i. Dann hätten wir entsprechend diese Versicherungsleistung und müssen das natürlich dann hier einsetzen, um an die Gesamtschadensumme für das Versicherungsunternehmen zu kommen. Okay. Ebenso kann die Zahlung des VUs über die Summe der N-Schäden dargestellt werden. Und die N-Schäden bezeichnen wir jetzt hier als XI. Wir haben dann also N-Schäden. Warum groß N? Weil wir natürlich eventuell für irgendein Versicherungsnehmer I mehrere Schäden haben. Also dann beispielsweise hier X 2 und x3 und dann hier, wenn wir sagen, dass der erste dann x1 plus x2 plus x3, dann hätte der zweite eventuell nur einen Schaden, x4, der dritte eventuell gar nichts und der vierte dann x5 plus x6 und so weiter. Dann haben wir natürlich hier n, groß n Schäden, die wir uns anschauen können. Und das Versicherungsunternehmen erzielt dann natürlich den versicherungstechnischen Erfolg TG einfach hier als Risikoprämie in Summe über alle Versicherungsnehmer minus die Gesamtschadensumme, die das Versicherungsunternehmen begleichen muss. Dieses Grundmodell kann ich jetzt um weitere Größen erweitern. Ich kann nämlich sagen, die aggregierte Risikoprämie erweitere ich jetzt zur aggregierten Bruttoprämie. B ist gleich die Summe über alle Versicherungsnehmer, über die einzelnen versicherungsnehmerspezifischen Bruttoprämien. Und die Bruttoprämie beinhaltet dann die Risikoprämie, RP, also den Deckungsbeitrag für die Versicherungsleistung, plus einen Deckungsbeitrag für die Betriebskosten, plus ein Gewinnzuschlag, die ich jetzt einfach mal mit BK und GZ abkürze. Und damit habe ich dann hier nicht die Nettoprämie, die einfach nur den reinen möglichen Versicherungsschaden abdecken soll, sondern hier eine Bruttoprämie. Die aggregierte Versicherungsleistung ist dann S natürlich und die aggregierten Betriebskosten K, die dann vom Kollektiv verursacht werden, die kommen dann natürlich auch noch rein. Und die aggregierten Kapitalanlegeerträge des Kollektivs, die dann definiert sind als die Differenz zwischen dem anfänglichen und dem Schlusswert des Anlagekapitals IE. Das kann ich also auch noch einbauen. Und dann nehme ich an, dass die aggregierten Betriebskosten K, das wäre also letztlich hier in dieser Sicht einfach, ja, wenn ich jetzt sage BKI oder ich nenne das einfach nur KI, wenn ich hierüber dann die Summe bilde, dann habe ich hier natürlich meine aggregierten Betriebskosten. Und die aggregierte Bruttoprämie, die sehe ich als deterministisch an. Und sie fallen dann in T gleich 0 an. Die aggregierte Versicherungsleistung sowie die Kapitalanlegeerträge sind dagegen stochastisch und fallen dann in T gleich 1 an und der Gesamterfolg des Versicherungsunternehmens ergibt sich dann mit Bruttoprämie aggregiert minus aggregierte Schadenssumme minus die aggregierten Betriebskosten plus, minus müsste man dazu sagen, kann natürlich auch ein negatives Ergebnis sein, die Differenz aus dem Anfangs- und dem Schlusswert aus den Kapitalanlegeerträgen. Was ist damit gemeint? Die Bruttoprämien werden in T gleich 0 eingenommen. Ich habe dann hier entsprechend bis T gleich groß T die Möglichkeit, die Bruttoprämien anzulegen und hoffentlich
über das Kapitalanlagemanagement meiner Versicherung hier vielleicht eine Verzinsung mit R zu erzielen. Na, jetzt sieht man es nicht mehr ganz genau. Mal wieder 6, so, also 1 plus R. Hoffentlich mit R größer 0, sodass ich dann hier für die Begleichung der Schäden, die ja erst in T gleich groß T anfallen, ich hier diese Differenz dann auch mit verwenden kann und ich somit hier dann den möglichen Überschuss aus dem Asset Management, so nennt man es dann, aus dem Kapitalanlagegeschäft der Versicherung noch hier zum Gewinn mit hinzuzählen kann. Wie sieht dann der Zahlungsstrom hier aus? Ich habe zum einen die Bruttoprämien und die aggregierten Betriebskosten, die jetzt annahmegemäß schon in T gleich 0 anfallen. Und ich habe dann hier die zufallsabhängigen Ergebnisse aus dem Kapitalanlagegeschäft, wobei man hier natürlich auch sagen müsste, es kann sich auch in diese Richtung entwickeln, nämlich dann, wenn einfach mein Kapitalanlagegeschäft sehr schlecht läuft, ich ein schlechtes Asset Management betreibe und die aggregierten Schäden, die natürlich auch hier zufallsabhängig eventuell auch geringer oder höher ausfallen können. Jetzt erweitern wir das ganze Modell um die Betrachtung mehrerer Perioden. In der Schadenversicherung trifft dann oftmals die Situation ein, dass am Ende einer Periode noch nicht alle der Versicherungsperiode zuzurechnenden Schäden vollständig reguliert, das heißt abgewickelt sind. Ich gebe Ihnen hier mal ein leider unschönes Beispiel aus meinem eigenen Leben. Nehmen wir mal an, wir sind in T gleich 0 und hier in T gleich 1 und hier in T gleich 2. Stellen Sie sich einfach mal rein hypothetisch vor, Sie sind Inhaber einer Wohnung und Sie haben in der Wohnung dort drüber, sagen wir mal, das Haus gehört Ihnen und Sie haben dort einen Wasserschaden. Dann passiert das Folgende, der Schaden tritt hier ein, der Schaden wird hier der Versicherung gemeldet, die Versicherung macht hier eine Schätzung der Schäden und hat hier die erste Rechnung zu begleichen und die letzte Rechnung wird dann vom Handwerker eventuell erst hier gestellt. Frage, wann muss jetzt hier der Schaden entsprechend welcher Periode zugeordnet werden? Offensichtlich sind dies alles Folgekosten des Schadens, der hier eingetreten ist. Aber Sie sehen schon, vollständig reguliert, das heißt abgewickelt, ist der Schaden erst in T gleich 2. Sie können also nicht ohne weiteres hier sofort abschätzen, wie hoch der Schaden ist. Und selbst wenn Sie ungefähr wissen, was der Schaden verursacht hat, können Sie eventuell noch nicht die Kosten angeben. Also das ist eine sehr häufig auftretende Situation in der Schadenversicherung. Folglich sind dann auch die Versicherungsleistungen eines Schadens oft über mehrere Folgeperioden hinweg gestreckt. Das heißt, die haben hier S1, hier S2, S3 und hier S4. Und genau das ist hier unten angegeben. Sie haben also den Schaden S, den Sie als Summe von Schadenregulierungen SI in den Folgeperioden darstellen können. Also S ist gleich S0, S1 und so weiter bis SK, je nachdem, wann dann die letzte Schadenregulierung vorgenommen worden ist. So sieht es aus. Also Risikoprämie deterministisch und eine Schadenregulierung S0, S1 und möglicherweise SK, wobei Sie natürlich hoffen würden, dass sich das Ganze auch in die Richtung entwickelt. Muss nicht sein, ist aber natürlich in der Regel der Fall, weil natürlich die großen Schäden und die großen Summen sofort erkannt werden und es dann vielleicht nur noch kleinere Posten gibt, die dann hinterher noch reguliert werden müssen. Aber es kann, das kann ich selber Ihnen sagen, es kann natürlich auch so aussehen, dass Sie also zunächst erstmal denken, ja, es ist ein kleiner Wasserschaden, dann wird plötzlich gesehen, die ganze Deckenkonstruktion muss komplett erneuert werden und dann hinterher gibt es dann eben noch kleinere Sachen wie Malerarbeiten und dann sind sie dann hier fertig. Das kann es also auch geben. Dann kommen wir als nächstes, nachdem wir uns angeschaut haben, wie dies in der Sachversicherung aussieht, kommen wir dann nun zur Personenversicherung. Personenversicherung
Dort sind die Verträge in der Regel sehr langfristig ausgestaltet und werden daher über Mehrperiodenmodelle analysiert. Vielleicht sollte ich das noch erwähnen. Bei der Sachversicherung fragen sich einfach mal, überlegen sich mal kurz, wie lange laufen dort die Vertragslaufzeiten? Das ist jetzt die Frage, kurz zum Überlegen. Wie lange läuft eine übliche Sachversicherung, also sagen wir mal eine Gebäudeversicherung, eine Autoversicherung? Relativ einfach, in der Regel ein Jahr. Das, was passiert ist in der Sachversicherung, die Versicherung läuft ein Jahr und sofern Sie die Versicherung nicht kündigen, verlängert sich das Ganze um ein weiteres Jahr und die Risikoprämie wird angepasst und geht in der Regel nach jedem Jahr leicht nach oben. Aber für unsere Kalkulationszwecke heißt dies natürlich, eine Sachversicherung hat eine relativ kurze Laufzeit. Deswegen ist es also durchaus auch möglich, in dieser Kalkulation durchaus von einem Einperiodenmodell auszugehen und die Prämie auch nur für eine Periode zu berechnen. Sie müssen dann aber natürlich schauen, dass Sie für die Schadenregulierung dann ein Mehrperiodenmodell zugrunde legen. In der Personenversicherung sieht dies anders aus, weil Sie hier natürlich Lebens- und Krankenversicherung oder Pensionsversicherung dann abschließen, die in der Regel deutlich länger laufen als ein Jahr. Die Versicherungsleistungen werden dann fällig, sobald sich der Zustand des Versicherungsnehmers ändert, also sich irgendetwas an der Person des Versicherungsnehmers ändert, nämlich zum einen der Wechsel, ja, so möchte ich es mal nennen, von Leben zu Tod. Dann haben Sie eine Lebensversicherung oder aber natürlich das Erreichen einer gewissen Altersgrenze. Dann haben Sie auch eine Lebensversicherung. Der Wechsel von gesund zu krank, dann haben Sie die Krankenversicherung oder aber von aktiv zu invalide, dann hätten Sie hier eine Pensionsversicherung. Als wichtigste Rechnungsgrundlagen, und merken Sie sich diese Namen bitte, Rechnungsgrundlagen sind die Grundlagen in den Aktuarwissenschaften, die für die Kalkulation der Prämien herangezogen werden, also die Grunddaten, so möchte ich es mal nennen, werden. Und in der Personenversicherung sind natürlich die grundlegenden Daten, die Sie dort verwenden, sogenannte Ausscheideordnungen. Das sind Ordnungen bzw. Informationstabellen, die Ihnen Auskunft darüber geben, wann jeweils ein Versicherungsnehmer beispielsweise hier den Zustand wechselt bzw. aus der Versicherung ausscheidet. Deswegen Ausscheideordnung. Und eine Möglichkeit natürlich auszuscheiden ist entweder der Storno. Sie kündigen also die Versicherung oder Sie sterben beispielsweise, dann endet natürlich auch Ihr Versicherungsvertrag. Wir modellieren dann jetzt den Lebensprozess einer Person mit der Menge SX. X ist gleich 0, 1 und so weiter. Und wie sind die Größen SX definiert? Ganz einfach. SX ist gleich L, falls die Person zum Zeitpunkt X lebt, oder SX ist gleich T, falls die Person zum Zeitpunkt X tot ist, also nicht mehr lebt. Wie sieht das Ganze dann aus? S0, S1, S2, S3 und so weiter. Also L, 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 L und dann irgendwann T, T, T. Dieser Lebensprozess wird also diskret modelliert und wir nehmen grundsätzlich an, dass im Startzustand der Versicherungsnehmer natürlich noch lebt, also S0 gleich L sei. So sieht das Ganze also aus. Wir haben den Zeitpunkt der Geburt und dann S1, S2, S3 und so weiter. Von besonderem Interesse ist dann das Zufallsgesetz dieses stochastischen Prozesses, also dieser Menge von Zufallsvariablen SX-Schlange. Und dieser wird als sogenannte Markov-Kette modelliert. Was ist eine Markov-Kette? Etwas mathematisch unscharf definiert ist dann eine Markov-Kette, n-ter Ordnung, eine solche Menge, ein stochastischer Prozess, für den die folgende Markov-Eigenschaft gilt, nämlich die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ergebnis zum Zeitpunkt t plus 1 hängt ausschließlich von den n vorhergehenden Ereignissen ab. Und das schauen wir uns direkt hier als
Beispiel im Beispiel des Lebensprozesses an. Wenn Sie nämlich den Lebensprozess als Markov-Kette erster Ordnung modellieren, macht dies offensichtlich Sinn, weil wovon hängt offensichtlich der Zustand S45 ab? Natürlich von der Frage, wie Sie im Zeitpunkt davor ausgesehen haben. Nämlich, wenn ich jetzt weiß, ich bin im Alter von 44 Jahren noch am Leben gewesen, dann bestimmt dieser Zustand natürlich den Zustand danach, aber dadurch ist zwingend gegeben, dass Sie mit 43 Jahren auch noch gelebt haben, mit 42 ebenfalls und so weiter. Das heißt, hier haben Sie den Lebensprozess als klassisches Beispiel für eine Markov-Kette erster Ordnung, nämlich die Wahrscheinlichkeit für den Zustand lebend oder tot morgen hängt nur davon ab, wie dieser Zustand heute aussieht. Das ist also eine Markov-Kette erster Ordnung. Der Lebensprozess ist dann eine Markov-Kette mit zwei Zuständen, nämlich L und T, wobei der Zustand T absorbierend ist. Das heißt, Sie können von T nicht wieder zurück zu L springen. Also Sie haben nur L, L, L und danach T und danach nur noch T. Sie können dann nicht mehr wieder lebendig werden, also das geht nicht. Das ist mit absorbierend gemeint. Und zudem ist diese Markov-Kette inhomogen, da sich die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen im Zeitablauf ändern. Es ist also so, dass Sie natürlich im Übergang von S2 zu S3 eine andere Übergangswahrscheinlichkeit klein p haben, als im Übergang von S98 auf S99. Das ist auch klar, denn da haben Sie natürlich eine deutlich andere Überlebenswahrscheinlichkeit. Ja, so sieht der Lebensprozess aus. Sie können vom Zustand L immer weiter hier durchlaufen und irgendwann sterben Sie und dann sind Sie hier im rechten Zustand gefangen. Das ist also dieser inhomogene, absorbierende Markov-Kette erster Ordnung. Das Zufallsgesetz, dem jetzt eine Markov-Kette folgt, ist eindeutig bestimmt durch den Startzustand S0 gleich L sowie die Übergangswahrscheinlichkeiten klein qx. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie in x plus 1, also in der nächsten Periode, sterben, unter der Bedingung, dass Sie im heutigen Zustand noch am Leben waren. Das ist also die einjährige Sterbewahrscheinlichkeit für eine x-jährige Person. Also ist Q 45, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit 46 Jahren sterben, wenn Sie jetzt noch mit 45 am Leben waren. Umgekehrt ist dann Px gleich der Wahrscheinlichkeit, dass Sx plus 1 L ist, wenn Sie auch in Sx noch am Leben waren. Genau die Gegenwahrscheinlichkeit, also die einjährige Überlebenswahrscheinlichkeit einer x-jährigen Person. Und wir beschreiben dann mit Lx gleich der Wahrscheinlichkeit, dass Sx gleich L ist, die Zustandswahrscheinlichkeit, dass eine Person im Alter von x noch lebt. Das sind also die Sterbewahrscheinlichkeit. Na, ich markiere es jetzt nochmal. Also die Sterbewahrscheinlichkeit Qx, merken Sie sich das, Px ist die Überlebenswahrscheinlichkeit und Lx ist hier die Zustandswahrscheinlichkeit, also der Zustand im Zeitpunkt x bzw. im Alter x. Wir haben dann die n-jährige Überlebenswahrscheinlichkeit oder die n-jährige Sterbewahrscheinlichkeit, also beispielsweise npx. Wenn wir sagen, wir wollen wissen, wie ist denn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir in x mit dem Alter x plus n noch am Leben sind, wenn wir mit x noch am Leben waren. Das ist die n-jährige Überlebenswahrscheinlichkeit bzw. die n-jährige Sterbenswahrscheinlichkeit. Also, wie sieht die Wahrscheinlichkeit aus, dass wir hier mit 90 tot sind, unter der Bedingung, dass wir hier mit 5 noch am Leben waren? Dann ist dies dann natürlich auch wieder die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus die n-jährige Überlebenswahrscheinlichkeit. 0px ist definitorisch 1 und die einjährige Überlebens- oder Sterbewahrscheinlichkeit ist dann natürlich hier einfach wiederum gleich Px bzw. Qx. Und schließlich beschreibt dann hier N-Qx die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir im Zeitpunkt x plus n plus 1
gestorben sind und im Zeitpunkt x plus n noch am Leben waren, wenn wir im Zeitpunkt x am Leben waren. Also die um n Jahre aufgeschobene Sterbewahrscheinlichkeit einer x-jährigen Person. Machen wir es mal am Beispiel, also die Wahrscheinlichkeit für S, sagen wir mal 46, ist gleich T und S, jetzt müssen wir natürlich 45 schreiben, gleich L, unter der Bedingung, dass wir einfach sagen, sie waren mit 30 noch am Leben. Also, wie sieht die Sterbewahrscheinlichkeit im Übergang vom Alter 45 auf 46 aus, wenn wir nur wissen, dass sie mit 30 noch am Leben gewesen sind? Dann ist natürlich klar, was Sie hier sehen, wenn Sie einfach hier das Ganze um 0 Jahre aufschieben, dann erhalten Sie natürlich wieder die alte, einfache Sterbewahrscheinlichkeit. Aber das wäre dann trivial, nämlich also, was passiert denn, wenn wir wissen, dass er im Zeitpunkt S gleich x plus 0 dann noch am Leben gewesen ist. Das ist die um n Jahre aufgeschobene Sterbewahrscheinlichkeit. Zwischen den Wahrscheinlichkeiten herrschen dann jetzt die folgenden Beziehungen. Das ist relativ einfach zu sehen. Px ist gleich Lx plus 1 durch Lx. Qx ist gleich 1 minus, genau, Px natürlich. Und dann kann ich für Px auch das hier schreiben. Npx ist gleich Lx plus n geteilt durch Lx. Npx ist gleich Px mal Px plus 1 und so weiter mal Px plus n minus 1. Und dann entsprechend noch so weiter. Und es zeigt sich dann, dass eigentlich alle Größen zurückführbar sind auf die Sterbewahrscheinlichkeit Qx. Das ist die zentrale Größe hier für unsere Berechnung. Und da ich diese nicht direkt beobachten kann, muss ich sie über Qx-Dach dann aus bestimmten Datenquellen dann schätzen. Und Qx-Dach, wenn ich diese geschätzten Sterbewahrscheinlichkeiten mir anschaue und sie als Menge betrachte, für x gleich 0, 1 bis w, mit w als kalkulatorischem Höchstalter, ich könnte also einfach sagen, w ist gleich 100, nur die Menschen interessieren mich, diese Menge bezeichne ich als Sterbetafel. Und so sehen Sterbetafeln aus. Sie sehen hier schon einige Beispiele. Hier ist die Größe lx und dx und dx. Das sind alles Größen, die wir noch kennenlernen werden. Sie sehen einfach hier das Folgende. Lx ist die Anzahl, die kalkulatorische Anzahl von Männern. Achten Sie darum, es geht hier um Männer, auf der Basis von 1994. Es geht hier um 1 Million Männer und wir betrachten uns, wie viele Männer sind denn noch am Leben, wenn wir uns das Alter 0 anschauen. Per Definition ist natürlich hier S0 gleich L, also alle sind noch am Leben. Im Übergang von 0 nach 1 sterben jetzt 11.000 Männer, also Jungen, und wir haben dann noch 988.313 übrig. Im Übergang vom Alter 1 bis 2 sterben dann hier noch 996. Sie sehen, dass diese Zahl rapide abnimmt und damit ist hier natürlich eins offensichtlich, das ist die Kindersterblichkeit kurz nach der Geburt. Möglicherweise auch Fehlgeburten, die dort mit eingerechnet werden, aber auf jeden Fall sind das alle Komplikationen bei der Geburt. Danach, wenn die Kinder dann das erste Lebensjahr überstanden haben, sehen Sie sofort, dass dann die Sterblichkeit hier rapide abnimmt. Sie sehen auch, was für mich persönlich jetzt leider traurig ist, Sie sehen hier schon, gut 34 fehlt, ab einem gewissen Alter steigt auch die Sterbewahrscheinlichkeit. Sie sehen also, hier steigen die Zahlen deutlich an, zumindest für mich ganz positiv, aber das 35. Lebensjahr erreichen immerhin noch 955.106 Menschen. Ich habe also bereits 5% Sterbewahrscheinlichkeit überstanden, gut zu wissen. Und die Tabelle geht dann so weiter bis zum Alter von 100 Jahren, dem kalkulatorischen Höchstalter, wo dann die verbliebenen 500 Männer von der ursprünglichen Million dann am Ende dann auch zum Schluss dann noch sterben. Das ist eine Sterbetafel mit kalkulatorischen
Sterbewahrscheinlichkeiten. Die Lebensdauer einer x-jährigen Person wird dann nachfolgend mit dem Symbol Tx beschrieben. Für diese gilt dann, Tx ist das Minimum aus 0 größer t, sodass Sx plus t gleich groß t ist, gegeben, dass der Mensch dann in diesem Zeitpunkt x noch am Leben gewesen ist. Das ist also die Lebensdauer einer x-jährigen Person. Das ist Tx. Man beachte jetzt, dass bei einer diskreten Sichtweise stets natürlich volle Jahreszahlen anzusetzen sind. Man spricht dann auch von der sogenannten gestutzten Lebensdauer. Und dementsprechend gilt, wenn Sx gleich L ist und Sx plus 1 gleich T ist, dann gilt hieraus, dass dann die Lebensdauer der x-jährigen Person genau gleich 0 ist. Man also dann hier trotzdem sagt, okay, wenn er zwischendurch gestorben ist, ist die Lebensdauer trotzdem nur 0. Diese gestutzte Lebensdauer oder auch curtailed lifetime ist dann definiert durch ctx gleich dem Minimum für t aus den ganzen natürlichen Zahlen, sodass sx plus t plus 1 gleich t ist, gegeben, dass sx gleich l gewesen ist. Und die gestutzte Lebensdauer und der Lebensprozess hängen dann wie folgt zusammen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die gestutzte Lebensdauer gleich klein t ist, ist gleich der Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit sx plus t plus 1 ist gleich t und sx plus t ist gleich l und so weiter und sx plus 1 ist gleich l, gegeben, dass die Person im Zeitpunkt x noch am Leben gewesen ist. Und Sie haben dann hier entsprechend t-qx, also wenn Sie nochmal einfach zurückschauen, ich kann Ihnen nur empfehlen, sich diese Notation einfach mal auf den Zettel aufzuschreiben, also hier die um n Jahre aufgeschobene Sterbewahrscheinlichkeit Qx. Okay. Das ist also die geschützte Lebensdauer. Wenn wir uns dem Ganzen deterministisch nähern, können wir jetzt ausgehen von einem fiktiven Bestand von L0 Neugeborenen, das haben Sie in der Sterbetafel gesehen, die Anzahl Lx an noch lebenden Person, sehen Sie, sie hatten am Anfang einfach 1 Million, das war die Definition am Anfang, und die Anzahl dx gleich lx minus lx minus 1 an bereits gestorbenen Personen im Übergang zur nächsten Periode betrachten. Das hatten Sie hier dann in der zweiten Spalte, genau hier das dx. Die Sterbewahrscheinlichkeit können Sie dann einfach ausrechnen durch dx geteilt durch Lx. Und dieser Wert stellt dann einen deterministischen Schätzwert für die tatsächliche Sterbewahrscheinlichkeit Qx dar, der letztlich durch Abzählen ermittelt werden kann. Und jetzt charakterisieren wir nun im Folgenden noch die Zahlungsströme, also den Prämienstrom an das Versicherungsunternehmen und den Leistungsstrom an den Versicherungsnehmer von Lebensversicherung. Schauen wir uns zunächst den Prämienstrom einer Lebensversicherung an. Wir gehen jetzt von der folgenden Ausgangssituation aus. Wir schließen das Ganze im Alter von x Jahren ab. Hieraus folgt, dass ich natürlich im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch leben muss. Der Vertrag läuft n Jahre. Die Prämie wird in Höhe von 1 vorschüssig bis zum Tod des Versicherungsnehmers bezahlt. Und hieraus habe ich dann die folgenden Zahlungsströme. Z0, Z1 bis Zn, wobei gilt, Z0 ist gleich 1, sicher, also mit Wahrscheinlichkeit 1. Zt ist gleich 1, genau dann, wenn Sx plus t, in dem Zeitpunkt lebe ich noch, für t gleich 1 bis n minus 1. Und Zn gleich 0, da die Prämie dann vorschüssig gezahlt wird, also dementsprechend dann nicht mehr am Ende der Laufzeit. Daraus folgt dann für die Zeitpunkte T0 bis N-1 die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich eine Zahlung von 1 leiste im Zeitpunkt klein t, ist gleich der Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich im Zeitpunkt Sx plus t noch lebe, wenn ich im Zeitpunkt x noch gelebt habe, also damit Tpx. Die Zahlungen sind stochastisch, da der Versicherungsnehmer die Prämien nur dann natürlich zahlen kann, wenn er zum Zahlungszeitpunkt noch lebt. Wenn also hier Sx plus t gleich L gegeben ist. Wenn ich dagegen eine Einmalprämie vereinbare, dann gilt natürlich Z0 ist gleich 1 und Zt
gleich 0 sonst. Das heißt, ich habe nur eine einzige sichere Zahlung am Anfang und in dem Zeitpunkt lebe ich noch und danach muss ich dann nichts mehr zahlen. Also eine sichere Zahlung Z0 und danach eine zufallsabhängige Zahlung Z1, Z2 bis Zn-1 bis kurz vor der Laufzeit, bis kurz vor Laufzeitende. Genau. Jetzt schauen wir uns den Leistungsstrom einer Risikolebensversicherung an. Der Versicherungsvertrag beginnt jetzt im Alter X und es gilt, dass der Versicherungsnehmer im Zeitpunkt X noch am Leben ist. Laufzeit beträgt N Jahre. Und der Tod des Versicherungsnehmers erfolge jetzt im Zeitraum zwischen X und X plus N, dann zahlt das Versicherungsunternehmen eine normierte Versicherungsleistung von 1. Für den Zahlungsstrom gilt dann Z0, Z1 bis Zn. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Zt gleich 1 ist, ist gleich der Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich im Zeitpunkt X plus T sterbe und im vorherigen Zeitpunkt noch am Leben war, wenn ich auch zum Vertragsabschluss im SX noch am Leben war. Damit ist das die aufgeschobene Sterbewahrscheinlichkeit T-1 QX gleich der Wahrscheinlichkeit hier der gestutzten Lebensdauer mit T gleich 1 und damit hier entsprechend der gestutzten Lebenszeit, der Wahrscheinlichkeit für die gestutzte Lebenszeit von CTX plus 1 gleich T. Der Zahlungsstrom ist dann wiederum stochastisch und für eine lebenslängliche Todesfallversicherung erfolgt dann die Analyse ganz analog. Ich muss lediglich N gleich unendlich setzen, also einen Ansatz ohne Höchstlebensdauer oder entsprechend hier sagen N ist gleich W minus X plus 1, also dann habe ich hier einen Ansatz mit Höchstlebensdauer. So sieht dieser Zahlungsstrom aus bei der Risikolebensversicherung. Ich habe also hier die Zahlung Z1. Z2 bis Zn und all diese Zahlungen sind natürlich dann hier stochastisch. Dann schauen wir uns jetzt noch den Leistungsstrom einer Kapitallebensversicherung an. Der Versicherungsvertrag beginnt im Alter von X. Ich lebe im Alter von X noch. Er läuft n Jahre und erfolgt der Tod des Versicherungsnehmers im Zeitraum zwischen X und X plus n. Oder wird das Alter N erreicht, werde ich also tatsächlich N Jahre alt und erreiche das Ende der Vertragslaufzeit, dann zahlt das Versicherungsunternehmen eine normierte Versicherungsleistung von 1. Und für den Zahlungsstrom Z0, Z1 bis Zn gilt dann Z0, Z1 bis Zn, wie bei der Risikolebensversicherung. Und Zn ist gleich 1, genau dann, wenn ich im Zeitpunkt X plus N minus 1 noch am Leben war und dann im Übergang zu x plus n sterbe oder aber wenn gilt sx plus n minus 1 ist gleich l und sx plus n ist ebenfalls gleich l, wenn ich also hier im Zeitpunkt x plus n, also nach n Jahren Laufzeit, noch am Leben bin. Und daraus folgt dann, dass ich das Ganze berechnen kann für die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Zn eine Zahlung von 1 habe. Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich entsprechend in x plus n sterbe, vorher gelebt habe, unter der Bedingung, dass ich zum Vertragsabschluss noch am Leben war, plus die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf die andere Art und Weise das Geld bekomme, nämlich dass ich einfach in x plus n noch am Leben bin, wenn ich zum Vertragsabschluss noch gelebt habe. Und das ist dann hier die um n minus 1 Jahre aufgeschobene Sterbewahrscheinlichkeit plus entsprechend hier die Überlebenswahrscheinlichkeit npx, also die n-jährige Überlebenswahrscheinlichkeit. Schauen wir uns noch eine Leibrentenversicherung an. Wiederum, der Vertrag beginnt im Alter von X. Ich lebe in X noch. Die Leistung besteht in einer um M Jahre aufgeschobenen temporären vorschüssigen Rente der Höhe 1 für die Dauer von N Jahren. Dabei gilt dann M ist größer gleich 0. Und wie sieht der Zahlungsstrom aus? Z0 bis Zm-1 ist 0, sicher. Zt ist gleich 1, genau dann, wenn ich in x plus t noch lebe. Und Zm plus n ist gleich 0, weil dann die Rente vorschüssiger gezahlt wurde. Und daraus folgt dann, die Wahrscheinlichkeit für eine Zahlung von 1 im Zeitpunkt klein t ist gleich
der Überlebenswahrscheinlichkeit für x plus t unter der Bedingung, dass ich hier noch in x gelebt habe. Und damit ist das die t-jährige Überlebenswahrscheinlichkeit tpx. Und im Falle einer lebenslänglichen Rentenzahlung, also einer sogenannten Leibrente, arbeitet man entsprechend dann mit einem kalkulatorischen Höchstalter w. Das heißt, es muss gelten, w ist gleich x plus m plus n minus 1. Das sieht dann insgesamt so aus. Wir haben dann also hier diese aufgeschobene Phase und erhalten dann in x plus m die erste Rentenzahlung. Die ist zufallsabhängig, weil natürlich nicht klar ist, ob wir diesen Punkt erreichen. Und ich erhalte sie dann n Perioden. Und weil das Ganze dann vorschüssig gezahlt wird, ist dann in x plus m plus n minus 1 dann hier Schluss und es gibt hier keine Zahlung. Das ist der Leistungsstrom einer temporären Leibrente, jetzt aus Sicht des Versicherungsnehmers, weil des Versicherungsunternehmens, weil das Versicherungsunternehmen ja hier die Zahlung dann entsprechend an den Versicherungsnehmer dann auszahlen muss. Das waren einige einfache Zahlungsstrommodelle für Finanztitel und insbesondere jetzt zum Schluss auch für einfache Versicherungsverträge. Und diese Diskussion werden wir dann beim nächsten Mal fortführen. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufzeichnung.